Schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Willkommen hier auf dem Channel Mikey von Baird, gehostet von Darklink bzw. Dark 1 Inc., twitch.tv/dark1link oder youtube.com/thedarklink88. Der einzig wahre Superstreamer. Der Mikey von Baird ist aktuell leider nicht erreichbar bzw. hat seinen Posten als Streamer gerade verlassen. Deswegen übernimmt jetzt ihr professionelles Team quasi die Pausenvertretung für ihn. Sie werden nun unterhalten mit entspannenden Geräuschen, tollen akustischen Signalen und viel faszinierenderem Gameplay, als Sie es bei Mikey von Baird erwarten würden. Bitte seien Sie nicht verwundert, wenn der Content einen unangenehmen hohen Niveaupegel hält. Dieser wird natürlich wieder eingerissen, wenn Mikey von Baird die Kontrolle wieder übernimmt. Wir wünschen nun viel Spaß mit dem Programm und wünschen einen angenehmen Abend. Danke. So, ich schmeiße mal hier meinen Stream an, weiß nicht, blende da so nochmal rein, natürlich nicht. Ach, weil Mikey nix kann. Nix kann er. Da denkt man, weißt du, das wäre irgendwie sowas. Ich meine, der hat 2000 Armor-Stunden und hat gefühlt, keine Ahnung, der sollte eigentlich die ganze Zeit nur Schnuller im Kopf haben, weil er keine Ahnung von dem Spiel hat. Genauso mit OBS oder beziehungsweise Streamlabs. Der streamt jeden Tag fast schon, ne? Also der streamt wirklich jeden Scheiß und wie oft der streamt und was nicht alles. Und aber Erfahrung hat er, als würde er quasi ganz frisch mit der Software dabei sein. Also da fragt man sich auch einfach auf verschiedenen Ebenen, was der für Alzheimer haben muss. Wie vergesslich der ist und wie technisch abgewandt der einfach ist. Völlig abgehangen von allem, was irgendwie, weiß ich nicht. Es ist einfach, Mikey ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Person, wirklich sehr schwierig auch damit quasi zu arbeiten, sage ich mal, in Anführungszeichen. Man muss halt immer wieder irgendwie den Kontakt erstmal herstellen, dass man durchdringt zu seinen letzten verbleibenden drei Gehirnzellen. Also er hatte ursprünglich ja nur zwei, die dritte hat man ja noch nachträglich eingepflanzt. Das war quasi so erster Versuch mit Schimpansengehirn, da versuchen, das groß zu züchten. Hat mehr oder minder gut geklappt, hin und wieder hat er Aussätze, aber im Großen und Ganzen funktioniert's. Ja, und da muss man jetzt einfach halt immer wieder sich drauf einstellen, dass man da auch alles immer ganz langsam erklärt und vorsichtig und dass man halt technische Details rauslässt. Also was, einfach nur, weil der Mikey halt kommt sonst nicht hinterher, den hängt man sehr schnell ab. Also das ist, als würde man, wenn man denen eine Story vom Alltag erzählt, das ist, als würde man ihn dazu zwingen, im Rollstuhl einen Hürdenlauf zu rennen. Das ist einfach eine Herausforderung und die kann er nicht immer meistern. Deswegen muss man im Alltag sehr viel Vorsicht nehmen, aber gut. Wem erzähle ich das? Ich meine, wem erzähle ich das? Ihr schaut es euch ja an. Ihr schaut es euch ja freiwillig an. Seit fast einer Stunde guckt ihr dem Typen vielleicht zu, ne? Oder ich meine, ich rede hier sowieso Schall und Rauch und Leute, die es wahrscheinlich nicht interessiert. Ich glaube, die drei Zuschauer, das sind Mikey, Sandy und ich. So, das war's. Ich würde auch wahrscheinlich einfach erstmal das Profilbild von ihm ändern, den Namen natürlich. Mikey von Baird ist ein scheiß Name. Ich würde das Profilbild natürlich ändern. Ich meine, er heißt Mikey von Baird, hat das Profilbild Mikey LP und es ist überhaupt nicht erkennbar, was das darstellen soll. Das ist ein komischer Banner da, komplett hässlich, passt auch gar nicht, raus. Dann, wie er seine Beschreibung macht, ist ein Schmutz, ja. Ist einfach scheiße geschrieben, ist einfach alles kacke, würde ich komplett ändern. Ich würde einen Streamplan aufsetzen, ordentliche Moderatoren und natürlich Spiele spielen, die auch Leute sehen wollen. Ich meine, das hier guckt kein Mensch, so mal ehrlich. Der Typ ist auch nicht lebensfähig. Was darf sie mal nicht sagen? Ist er direkt wieder angekratzt. Der schafft's nicht alleine durch den Alltag. Aber ganz leise Musik hat er, glaube ich, geschrieben, ne? Ich habe nämlich gerade mal mit den Stream-Sound angemacht. Nicht, dass ich hier laber, aber am Ende hört man gar nicht, was ich sage. Das wäre eine Frechheit. Ein wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metro Exodus, zu meinem, ja, Ranger Hardcore All Achievement Run. Gut, wir werden hier nicht alle Achievements kriegen, wir müssen noch zwei weitere Runs machen. Müssen wir sowieso, weil ich muss den Stahlmodus auch noch spielen. So, ich würde aber nicht lange quatschen. Wir drücken auf Fortsetzen und machen da weiter, wo wir aufgeführt haben, wo wir aufgehört haben. Wer glaubt schon noch, dass wir nicht alleine auf dieser Welt sind, wenn seit Jahren niemand mehr im Funk etwas anderes als statisches Rauschen gehört hat? Meine Frau, meine Mitstreiter vom Orden, meine Freunde, die Menschen von meiner Station. Niemand glaubt mir. Sie sind sicher, dass es per Funk nichts zu hören gibt. Dass es außer uns, die wir uns in der Moskauer Metro verstecken, keine Überlebenden des letzten Krieges gibt. Wir sind alleine auf diesem Planeten. In der Metro ist das Allgemeinwissen. Aber ich habe diesen Funkruf mit eigenen Ohren gehört. Ja, er ging sofort in statisches Rauschen über, aber ich habe ihn gehört. Und das bedeutet, dass es irgendwo dort draußen einen bewohnbaren Ort unter freiem Himmel gibt. Wir müssen den Rest unseres Lebens nicht im Untergrund verbringen. Doch niemand glaubt mir. Hallo. Ihr seht's gerade nicht, aber ich habe gerade das Steam-Overlay geöffnet und ich kann es nicht mehr schließen. Und eine Maus habe ich auch nicht. Ich hoffe, dass wenn der Ladebildschirm fertig ist, dass ich das... Ja, jetzt geht's wieder. Gut. Merken, im Ladebildschirm darf man weder minimieren, noch... warte mal, scheiße, wie kam ich denn gestern? Ich arbeite zu selten mit dem Steam-Overlay. Wie kam ich dann gestern?
Ich will mir die Achievements aufmachen, aber wie kam ich denn da gestern hin, Mann? Ah, hier, Metro Exodus. Seite anzeigen. Nee, das war das nicht. Da, Errungenschaften. Immer noch 0 von 68. Aber die ersten sind gar nicht mehr so weit weg. Bald geht das nämlich los mit den Errungenschaften. Und zwar kann ich schon mal sagen, welche wir gleich kriegen. Und zwar Exodus kriegen wir gleich. Wir kriegen gleich Aurora. Dann kriegen wir gleich... Ich wollte mir eigentlich immer zur Aufgabe machen, bevor ich den Stream starte, die Achievements anzuschauen, aber das habe ich vergessen. Aber nicht zu hastig. Ich guck gleich mal der nächsten Cutscene. Moin. Oh, ich kann schon mal hier hingehen. Besser im Schatten. Wir machen das so. Warte mal. Du machst heimlich das Licht aus. Hier war nichts mehr, ne? Ich darf nicht vergessen, mich genauer umzugucken, weil ich keine Ahnung habe. Die Postkarten habe ich nie gefunden. Halte das Licht aus. Ja, ja, mach mal nicht so einen Stress hier, okay? Ich muss mich hier umgucken, ob hier irgendwelche Notizen oder so rumliegen. Aber hier liegt nichts, hier hängt nichts, hier steht nichts. Gut, dann machen wir mal aus die Kacke. Anscheinend sind die Reparaturen am Generator noch nicht abgeschlossen, Feldwebel. Geh nur geduckt und sei leise. Bleib nah an der Wand. Ah, bist ja wieder vernünftig geworden, Yarmak. Also kannst du deinen Kopf doch noch benutzen. Ich frag mich, also ganz ehrlich, ob es möglich ist, hier reinzukommen. Da war ich noch nie drin. Du kannst mir nicht folgen. Nimm stattdessen die Leiter. Aber ich glaube, sobald ich hier reingehe... Ah, ein Schnürsenkel ist aufgegangen. Ich... Werde ich instant entdeckt. Hallo! Gut, so instant war das gar nicht, aber... Na, ich glaube, das geht... Das geht nicht. Ich glaube, das ist kein Spielbereich. Ich hoffe, dass man da wirklich nicht hin soll. Dass ich dadurch nichts. Aber nicht zu hastig. Wenn die dich bemerken, sind wir beide erledigt. Super. Gut. Hui. Warte. Aus mit der Lampe und dann wollen wir mal. Moin. Anscheinend sind die Reparaturen am Generator noch nicht abgeschlossen, Feldwebel. Jermak, bist du das? Ah, bist ja wieder vernünftig geworden, Jermak. Also kannst du deinen Kopf noch benutzen. Also ob man hier nicht in die Ecke kann. Was stammelst du da? Komm her und hilf mir beim Reparieren. Na los, na los. Das sollte ein Kinderspiel für dich sein. Es ist verdammt dunkel und ich sehe nicht, ob hier was liegt. Ich weiß auch nicht, ob hier was liegen soll, weil ich hier nie drauf geachtet habe, ob hier normalerweise was liegt oder nicht. Oh, hier wird gespeichert. Boy. Moin. Du musst ihn ausschalten. Muss ich das? Das leise erledigen. Kann ich. Hier habe ich nur die Möglichkeit, ihn auszulocken. Und bam. Das sieht mehr aus wie töten. Aber gut. Auf geht's. Sie bemerken mich, wenn das Licht an ist. Ja, aber vielleicht liegt hier ja was. Die Kacke. Warte, warte einen Moment. Warte. Klasse.
jetzt werfen. Hui. Gut gemacht. Auf geht's, komm. Ja, machen wir die Tür auf. Geh durch, na los. Dieser System versorgt. Viel Glück. Viel Glück. Huch, da wollte ich noch gar nicht rein. Gut, dass ich muss ja nichts drücken, glaube ich. Mein Gott, du lebst! Yes, I'm alive! Still alive! Bist du verletzt? Ne? Hunters Abzeichen? Es hat die Kugel abgefangen! Das du Miststim! Ach, der Locken. Ach nee, ihr Vater ist Oberst. Keine Bewegung. Oberst Klink! Achtung, Steuereinheit gefährlich. Idioten, es herrscht Krieg. Hehe, erstmal lesen. Oberst Lord, da bla 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 und bliblablub, ihr auf ihre Anfrage von bla 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 eingehen zum bla 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 und genau. Ein Tod reicht euch wohl nicht, ihr Was sind das alles für Geräte? Das ist ein universeller Breitbandstörsender. Was? Deshalb kann Moskau niemanden empfangen. Und niemand uns empfangen. Wortabschaltung angeleitet. Scheiße, das ist gar nicht. Lasst da draußen wetteln, sag mal, wie viele, mal sehen, wie viele Runs wir brauchen. So. Du hattest die ganze Zeit recht, verstehst du? Da draußen ist nicht nur Russland, da ist die ganze Welt. Oh mein Gott. Schaffe mit jeder Waffe jeden mindestens einen Kill? Wieso habe ich da schon 3 von 10? Welt versteckt und umgekehrt. Weil der Krieg noch nicht zu Ende ist und ihr verhaltet euch wie verdammte Kinder. Alarm! Die Wachen werden bald hier sein. Verdammt! Töte 300 Mutanten. Gehören zu ihm! Artyom? Zu euch! Ihr müsst abhauen! Da habe ich schon 16. Nice! Kopfgeld, der tötet 300 menschliche Gegner. Warum habe ich denn schon einen getötet? Tötet oder nehmen 50 Gegner im Nahkampf. 3 von 50? Ich habe doch noch gar nicht so viele Leute gesehen. Okay. Moin. Gehört das dir? Jupp. Haben die hier liegen gelassen. Wir müssen raus, bevor sie sich erholen. Gib mir das. Nice. Wachen. Du musst dich über den Hof schleichen und dann durch die Tür, aus der die Wachen kommen. Hierher, schnell! Auf geht's! Unbefugte sind Wer bist du? Andrei Ivanovich Jermak, der Zugführer. Lauft jetzt! Lauft zu diesem Hangar und zu Gott will, bringe ich euch hier raus! Die kennen mich also. Oh, dann lass die Schwelle beginnen. Ich hatte eine... werde ich wohl später entziehen. So, nicht lang lauern, machen! Hopp, hopp! Keine Zeit! Sei vorsichtig. So. Artyom, ich sehe den Feind. Hilf mir ein wenig. Bei dem Schneegestöber sehe ich nicht viel. Vergiss deine Sichtbarkeitsanzeige nicht, Artyom. Wenn du dich nicht so schnell bewegst und aus dem Licht bleibst, Irgendwie sitze ich heute so behindert. Gestern saß ich anders. Irgendwie gefällt mir meine Sitzposition nicht. So, ich hoffe, dass ich die nicht brauche, weil ich will ja niemanden töten. Wie viel Filterzeit habe ich? Ich habe noch keinen Rucksack, ich kann mir also noch nichts herstellen. Ich habe aber wieder eine Taschenlampe und ich kann auch wieder den Abarillo aufladen. So.
Hier liegt nichts, hängt nichts, steht nichts. Da kommen doch gleich die beiden. Die zwei von der Tankstelle kommen wir hier gleich noch rein. Dann. Artyom, da kommt wer. Zwei sogar. Ich geb dir von oben Deckung. Ja, lass ihn kommen. Sicherung oder so. Sie schaltet immer wieder. Hat es irgendeinen Zweck, ohne Südscheinwerfer in einem Turm zu sitzen? Schon wieder? Das bringt doch nichts. Lass uns die Arbeiter holen, damit wir das reparieren. Jetzt? Wir haben gerade einen Turm. Also, wir machen das nicht mehr umlaufen. Ja? Tja, der Turm ist deswegen. Ansonsten gibt es ein Schild. Ich weiß. Naja, dann geh wohin auch immer du wolltest. Patrouille oder so. Dreh dich um. War wohl ein Schnaps zu viel gestern. Mein Kopf platzt gleich hoch. Scheiße! So. Als wenn jemand auf mich schießt. Hat er sich jetzt endlich umgedreht? Hat er. Nein! Klar, trotzdem alles noch. Auch wenn ich so wenig wie möglich noch schießen will. Also wir gehen hier hoch und holen den Typen da oben nochmal weg. Da gibt es auch Filter. Dann laufe ich zurück, kümmere mich um die anderen da hinten. Ah. Ich sehe dich auf dem Turm. Ja, ich sehe dich auf mich. Erstmal anderen Headshot geben. So, 3 von 50. Töte oder lähme? Hä? Ich habe ihn gelähmt. Warum hat das jetzt nicht gezählt? Ach komm, scheiß drauf. Offenbar kannst du weitergehen. Achtung, die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Die Angreifer sind vermutlich noch auf dem Territorium der Basis. Artyom, ich wechsle die Stellung. Unbefugte sind auf der Stelle zu erschießen. Zivilpersonal hat bis auf Pass auf, der Turm ist ein Wächter. Ja, den danke. Achtung, ich kann ihn sehen. Wird wieder hochgefahren. Sitze ich ganz oben, direkt unter dem Schirm. Immer diese 3 Sekunden fehlt da, ne? Das war... Alter! So viel Zeit darf ich hier auch nicht verschwenden. Klar, es ist einfach, wenn man sich einfach nur durchballert, aber ja, ich will hier aufs gute Ende raus. Digga! Oh! Wer ist das?
ob er mich jetzt gesehen hat oder nicht. Oh, jetzt stehen die da rum, jetzt komme ich da nicht weiter, Mann. Oh, hier liegen Filter rum. Siehst du, da geht das schon gut los mit Übersehen. Rüber hier. Noch einer weniger. Die Frage ist, wenn Anna sie alle tötet. Ich will ja niemand töten. Alter, jetzt lauf hier. Tötet, müsste sie ja das schlechte Karma kriegen und nicht ich. Du drehst dich nicht um. Filter. Und das Licht aus. Die schießen gerade alle auf Anna. So, liegt hier sonst noch irgendwas Interessantes rum? Nö. Schießen, ne? Oh fuck. Was? Ich dachte, ich hau... Wow, das war der erste Run, den ich verkackt habe. Let's go for the zweite Run. Scheiße, Mann. Und ich dachte, ich verprügel den da gerade. Wenn du deine Taschenlampe einschaltest, können sie dich bemerken. Ja. Zack. Gib mir das. Danke, ciao. Hier drüben brauche ich nicht hingucken, da gibt's nämlich nichts. Ja, häng noch an ein Pixel fest. Da kommt wer. Zwei sogar. Ich geb dir von oben Deckung. Ja, lass sie kommen. Falsch Knopf gedrückt. Ich Fettfinger hier in. Mal da hinten in der Ecke gucken, Kollege. Hey! Ihr sollt hier gucken! Ich kann ihn nicht sehen! Es geht los! Ich geb dir Deckung! Oh fuck, ich hab die Taschenlampe an! Oh Mann! Hallo Freunde! Dumm, warum hatte ich denn die Taschenlampe an, Mann? Ich Fettfinger immer. Ich muss erstmal reinkommen. Ey, das ist... Oh, das wäre doch nix, ey. Das wäre doch nix.
Aber hey, immerhin geht so die Statistik hier von Saboteur voran, wenn ich immer sterbe und neu lade. Jetzt bin ich mittlerweile bei 7 von 50. Töte 3 Gegner mit Scharfschützen. Scharfschützen-Zieloptik. Pflicht und Gewissen, aha. So. Und Next One. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich die eben anhatte. Artyom, da kommt wer. Zwei sogar. Ich geb dir von oben Deckung. Na, lass ich kommen. Mich nicht. Gut, damit hätten wir die beiden ausgeschaltet. Ganz still und heimlich haben wir weniger Probleme. Hier hinten kommt von den Affen nämlich keiner gucken. Und es fällt auch nicht auf, dass die plötzlich fehlen. Jetzt würde ich ja gerne quicksafen, aber... Schaltet immer wieder ab. Hat es irgendeinen Zweck, ohne Suchscheinwerfer in einem Turm zu sitzen? Schon wieder? Das bringt doch nichts. Lass uns die Arbeit abholen, damit wir das reparieren. Jetzt? Das wäre so einfach. Klick, klack, badabum und fertig. Da darf niemand herumlaufen. Ja? Tja, da tun wir es deswegen. Ansonsten gibt es ein Schiff. Ich weiß. Naja, dann geh wohin auch immer du wolltest. Patrouille oder so. Ja, geh mal weiter. Ja. War wohl ein Schnaps zu viel gestern. Mein... Der kommt gleich wieder. Dann holen wir erstmal den Kollegen oben. Gehen wir zurück, machen da hinten das Licht aus. So, nach und nach hauen wir uns die hier alle weg. Sehe dich auf dem Turm. Ja, ist doch gut. Hör auf, mich mit deinen Scheiß zu blenden. Aber sei vorsichtig. Achtung, die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Die Angreifer sind vermutlich noch auf dem Territorium der Basis. Artyom, ich wechsle die Stellung. Pass auf, du bist ein Wächter. Warte den richtigen Moment ab. Ihr Personal hat bis auf Weiteres an Ort und Stelle zu bleiben. Jetzt sitze ich ganz oben. Ach, direkt. Das Störsystem wird wieder hochgefahren. So. Alter, Mann! Dass der hier denn immer nicht kommt. Von was wurde ich denn jetzt gesehen? Weil er hier nicht rüber geht. Er geht einfach hier nicht rüber, Mann. Schießen die gerade auf mich oder auf Anna? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal zurück und verwirre die. Weiter hinten gucken. Noch einer weniger. Okay, die schießen nicht auf mich. Hab ein. Danke.
Wo auch immer er hier hin ist, er da oben das Licht bewacht. Ich will diesen Run nicht verkacken, weil das mit den beiden da hinten war sehr gut. Aua! Mann, ich bin da runtergefallen. Ich wollte auf den Lüftungsschacht drauf. Oh, war eine Scheiße, Mann. Vorsicht, da kommt jemand. Artyom, da kommt wer. Zwei sogar. Ja, ja, die sind noch mal hier weit weg. Ich sehe mich in der Stunde noch hier. Und wir sind so kurz vom Ende vom Level Moskau. Hey! Toll, jetzt ist es nur einer. Nee, beide gehen. Ich kann ihn nicht sehen! Dumm. Haha, er runterfall geschaltet. Basiano. So, jetzt müsste ich einen töten, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Moin! Einer weniger! Töte! Hau ihn doch! Nimm das! Erledigt! Einen musste ich jetzt hier töten. Naja, aber das hat keine Auswirkung auf das Ende. Wir eintöten, wie gesagt, auf Kollateralschäden kann ich keine Rücksicht nehmen. Achtung, die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Warum gibt es eigentlich die automatisch Gen-Taste? Das macht auch keinen Sinn. Auf der Stelle zu erschießen. Zivilpersonal hat bis auf weiteres an Ort und Stelle zu bleiben. Achtung, Leute, der ist schon tot. Anna macht gute Arbeit und ich hoffe, wenn Anna sie tötet, dass ich die negativen Karma-Punkte nicht kriege, weil dann habe ich noch einen Grund mehr, die Frau zu hassen.
Treffer! Und der zweite, der gestorben ist. Dann ändere ich jetzt mal die Waffe hier. Weil mit der Pistole habe ich schon mehrere Kills gemacht. Ich will ja eigentlich niemanden töten. Zu schön gewesen, wenn das jetzt schon alle gewesen wären. War sowieso ein Scheißdurchgang. Wenn das so weitergeht, haben wir alle Errungenschaften in diesem einen Run. Ich könnte jetzt hier mich auch durchballern, alle töten und dann neu laden, dann das gleiche machen. Oh Mann, ey. So, ich versuche es jetzt noch einmal und wenn es dann nicht geht, dann schnetzle ich mich hier durch. So, erstmal wieder die ausrüsten, zack. Da, 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 da. Vorsicht, Artyom, da kommen welche. Artyom, da kommt wer, zwei sogar. Na, da sie kommen. Ich gebe dir von oben Deckung. Versucht die wieder hier hinten abzuschnetzeln. Mal nachladen. Gar nicht auf, dass er jetzt plötzlich nicht mehr mit ihm redet. Ach, nur eine blöde Dose. Premium-Ecke, Kollege. Filterwechsel. Was macht er denn da? Ich wollte gerade auf den schießen, Alter. Das darf ich ja nicht, weil die sind ja nur bewusstlos. Auch wenn das so aussieht, als wären die Mause tot. Siehst mich einfach nicht. Ich frag mich zwar, wie er mich nicht sehen kann, aber er sieht mich nicht. Hat irgendwer die Generatoren überprüft? Wer hat denn gerade Schicht? Warum sollten wir die überhaupt überprüfen? Wenn man Ziel haben wird, kann man sie von einer Tür aus. Na? Alles bringt dort hinzugehen. Komm mir nicht damit, Gregory. Der Feind schlägt dort zu, wo man es nicht erwartet. Immerhin ist das ein Alarm. Das ist wohl wahr. Das war jetzt so einfach. Einfach so klick und er fällt um. Aber ich will ja hier niemanden töten. Hey, komm mal her. Gehört hat. Das hat er gehört. Aber er kommt alleine. Der Wind wird sie wohl herumgewirbelt haben.
Ja, guck mal da. Hey, bin ich mir das nur ein oder ist da was bei der Kiste? Da ist nichts, aber da lohnt es sich mal zu gucken, Kollege. Was? Ich hab mich doch wohl hier jetzt nicht gesehen, oder? Mann, das dauert! Ich bin ganz sicher, ich meine gar nichts. Wenigstens auf keinen Fall. Ach, schön, endlich mal hier nur recht von dem Rücken rechnen zu müssen. Ich hoffe, wir bleiben hier ein Weilchen. Jetzt geht er wieder zurück. Das hat leider nicht so geklappt, wie ich mir das genau. So, dann hole ich mir jetzt die beiden hier. Sie schaltet immer wieder ab. Hat es irgendeinen Zweck, ohne Suchscheinwerfer in einem Turm zu sitzen? Ich finde es eigentlich dumm, dass man, auch wenn man jetzt im Ranger-Hardcore-Modus ist, nicht sehen kann, wie viel Filter aus Munition man hat, weil wäre ich ein Soldat, ich würde immer wissen, wie viel Munition ich habe, wie viel Filter ich habe. Ich weiß. Na ja, dann geh, wohin auch immer du wolltest. Patrouille oder so. So. Er geht. Du gehst auch. Du gibst mir das. Und das. Und den hole ich mir. Achtung, oder auch die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Ich wechsle die Stellung, Achtung. Oh, nicht schon wieder. Es geht los, es gibt eine Deckung. Ja, ja. Ich bin gleich tot. Achtung, das Türsystem wird wieder hochgefahren. Anna, do your thing. Mach den da hinten tot. Ich will ihn nicht umbringen. Gut, andere Taktik. Hui. Jetzt wissen sie nicht mehr, wo ich bin. Was ist denn da los? Das würde ich mir nicht nehmen lassen. Schon wissen sie wieder nicht, wo ich bin. Die laufen ja blind durch die Kante. Halt in Sicht! Wir schießen auf Anna. Der lebt ja noch. Ich bin nicht da, ihr seht mich nicht, ihr seht mich einfach nicht. Die Frage ist, kann ich hier ungemerkt hoch? Moin! Ach, Kenners, ey. Leider Notschlachten hier.
auch nicht. Nicht? Weißt du, du kannst es nicht aus der Blechdose zeigen. Genau dafür. Gib auf, du bist so gut wie tot. Ich werde dich finden. Digga! Ich war doch gerade hinter dem. Warum funktioniert da mein Nahkampfdings nicht? Mit dieser Dose kannst du niemanden täuschen. Warum nicht? Aber ich sehe ihn! Dort! Krassen! Oh, so. Ein Versuch noch und dann schnetze ich hier alle weg. Alles, was sich bewegt, erstmal das gute Ende, auch egal. Mann, der Versuch war das gute Ende auf dem letzten Durchlauf mit Leicht. Mann, nur. Artyom, da kommt wer. Zwei sogar. Ja. Ich bin von oben Deckung. Du stirbst. Naja, ihr schlaft halt einfach nur, okay? Gib mir das. Danke. Gib mir das. Danke. Neuen Filter rein. Danke. Okay, ich glaube, jetzt habe ich gerade einen Filter verschwendet. Danke. Danke. Zack. Es ist wesentlich einfacher, sich durchzuballern, aber dann kriegt man nur schlechte Ende. Er rastet halt immer komplett aus hier. Da war wohl nichts. Die ignorieren halt voll meine Dosen. Ich laufe einfach nur übers offene Feld. Ignoriert mich einfach. Ich bin gar nicht da. Hey. Ah. Ich sehe ihn, Leute. Er ist jetzt in den Durchgang. Es geht los. Ich gebe dir Deckung. Moin. Wer auch immer mich da gesehen hat.
Das ist doch wieder dumm. Und dass er hier nicht rüber geht, ist auch total dumm. Wer hat mich gesehen? Und warum tot? Der ist nicht tot. Der ist nur bewusstlos. Moin. Noch einer weniger. Achtung, die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Erledigt. Ich wechsle die Stellung, Artyom. Unbefugte sind auf der Stelle zu erschießen. Zivilpersonal hat bis auf Weiteres an Ort und Stelle zu bleiben. Wie konnte der Okay. Gut. Ich sag ja, ich bin in der Stunde noch hier. Vielleicht sollten wir das einfache Ende einfach auf leicht spielen. Aber das ist ja keine Herausforderung. Aber ich bin ganz ehrlich, so langsam verliere ich hier die Geduld, weil ich guck mal hier, ich könnte jetzt hier. Bam! Ist das da einer? Nö. Ich könnte hier einfach klick-klack bei der Boom und mich durchballern, aber... Artyom, da kommt wer. Zwei sogar. Ich gebe dir von oben Deckung. Mach ich, lass die zwei jetzt mal rankommen. Hier, laut nochmal ganz gemütlich nach. Dann haut die zwei hier in der Ecke wieder weg. The same procedure, that immer. Gar nichts. Ich bin nicht da. Guck mal, das hier wird. Das klappt ja mittlerweile immer besser. Keine Ahnung, wo die Dose hingefallen ist, aber ab hier bringen die Dosen sowieso nichts mehr. Naja, überhaupt. Halt nicht. Jetzt hauen wir ihn da oben rum und dann gucken wir weiter. Na, mein Freund, Ort in die Fresse. So, ihr könnt das Geräusch überprüfen. Ich laufe jetzt da hinten hin und hole da so viele weg wie geht. Warum ist hier eigentlich ein Stück Pappe? Pappe heißt immer, dass man da durch kann. Na. Oh! Das hätte ich jetzt fast wieder verkackt. Was ist mit dem Licht? Es ist wieder die Sicherung oder so. Sie schaltet immer wieder ab. Hat irgendeinen Zweck, ohne Suchscheinwerfer in einem Turm zu sitzen? Schon wieder? Das bringt doch nichts. Lass uns die Arbeiter holen, damit sie das reparieren. Jetzt? Wir haben gerade einen Alarm. Außer den Wachen darf niemand herumlaufen. Oh, der Stahlmodus. Ja. Ich glaube, das ist die beste Entscheidung, das schwere Ende, also das schlechte Ende, im Stahlmodus zu holen, weil im Stahlmodus sollten wir so wenig auf Konfrontation gehen wie möglich, weil da wird immer nur am Kapitel Anfang und am Kapitel Ende gespeichert. Hier im Ranger Hardcore-Modus wird zwar seltener gespeichert, aber hier wird ab und zu mal gespeichert. Falsch Knopf gedrückt. Offenbar kannst du weitergehen, aber sei vorsichtig. Achtung, die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Die Angreifer sind vermutlich noch auf dem Territorium der Basis. Artyom, ich wechsle die Stellung.
Pass auf, Turm ist ein Wächter. Warte den richtigen Moment ab. Zivilpersonal hat bis auf weiteres an Ort und Stelle zu bleiben. Jetzt sitze ich ganz oben direkt. Komm. Das Türsystem wird wieder hochgefahren. Das ist schlecht. Komme ich nicht. So. Ich könnte jetzt hier reingehen, aber damit habe ich dieses Gebiet hier noch nicht erkundigt. Mal gucken, wird hier gespeichert, sobald ich hier drinne bin? Da können wir auch mal zwischenspeichern. Leider nicht gespeichert. Ha! Aber ich glaube, da draußen liegt doch gar nichts. Guck mal, es sind noch zwei Sachen, die ich einsammeln muss, dann habe ich alle. Und ich glaube, wenn ich jetzt draußen was übersehen hätte, dann wird es hier stehen. Problem ist, hängt hier irgendwo eine Postkarte rum. Aber dann brauche ich nämlich gar nicht mehr raus. Sagt er und geht trotzdem raus. Ich bleibe einfach hier drin und hoffe, dass ich keine Postkarte übersehen habe. Wie gesagt, sowieso so wenig töten wie möglich. Oh. Wurfmesser sind voll. So, dann gehen wir mal in die nächste Hölle. Es wird gespeichert, das tut so gut. Ich lenke sie ab, während du näher rangehst, dann kannst du den Alten befreien. Jetzt kann ich raus. Artyom, du musst die Leiter vor und die Notarzt. Ja, es wird gespeichert. Ich will noch mal ganz kurz gucken, was hier draußen los ist. Maske aufsetzen. Wenn. Als ob man nicht mehr zurück kann, das ist ja wohl Frevel. Da wird wieder gespeichert. Hinter dem Tor war was zu hören. Wird immer gespeichert, wenn ich durch die Tür gehe. Außen ist ganz sicher niemand. Das ist das Außentor, also können das nur Telepathen sein.
Was, wenn es die Angreifer sind? Dann hatten wir Telepath. Okay. Was war das für ein Geruch? Gar nix. Niemand ist hier. Oh. Ich will mal kurz gucken. Wenn jetzt wieder gespeichert wird, dann laufe ich immer wieder rein und raus. Da, 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 da. Moin. Was? Dumm, dass ich nicht mehr zurückkomme, ey. Nö, leider ist dem nicht so. Oh, doch, es wird wieder gespeichert. Cool, ich weiß, wie ich immer speichern kann. Das System ein bisschen austricksen. Ich darf nur nicht zu Jermark hin, weil sobald ich bei Jermark bin, triggert das hier, ohne dass ich die anderen alle umgenockt habe. Verdammt. Jetzt muss ich nachsehen. Okay. I am dead, aber das ist scheißegal, weil ich gerade gespeichert wurde. Vergiss nicht, die Sichtfans zu deiner Maske selber zu wischen, wenn sie schmutzig sind, echt? Einer ist da, einer ist da. Dann hole ich mir erstmal die beiden hier unten. Da, 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 da. Gruppe A, Lagebericht. Gut, Matsch. Gruppe B, Patrouille in Hof- und Generatorraum fortsetzen. Gruppe A, Windturbinenzone überprüfen. Die Kommunikation wurde dort unterbrochen. Wachen haben Sie denn? Ja, offenbar ein paar. Gruppe D, zum Generatorraum verlegen. Aha, sei da ganz vorsichtig. Zur Abwechslung brauchst du mal nicht den Helden geben. Lass uns warten, bis sie weggehen. Dann machst du den Zug also an meiner Stelle bereit. Cool. Was denn los mit dir? Warum willst du das ausgerechnet jetzt machen? Die nächste Fahrt ist erst zum Morgen. Wie auch immer, er mich gesehen hat. Nein, mach die Scheiße aus. Mach das weg! Geh wieder runter, ich will hier nämlich nicht hin. Guck mal, hier drüben. Artyom, lauf zu Jermak! Sind wir vorhin lang gegangen. Da kamen wir nämlich raus. Schade, dass man da nicht hinkommt. Nö. Aua. Jetzt ein Sprint für Jermak, Artyom! Okay. Wir doch erstmal hier umgucken. Artyom, lauf zu Jermak! Ja, ja, nervt man nicht. Waren das hier unten nicht zwei Typen? Jetzt ein Sprint zu Jermak, Artyom! Keine Ahnung. Ich speichere nochmal. Ich komme nicht mehr hier raus. Gut, das geht wohl nicht. Jetzt ein Sprint zu Jermak, Artyom. Alter, mal die Schnauze.
Artyom, lauf zu Yermak! Sind da keine Wachen mehr? Jetzt ein Sprint zu Yermak, Artyom! Hä? Hey, wo sind die ganzen Leute hin? Artyom, lauf zu Yermak! Chill doch mal! Hä? Hey? Okay. Jetzt ein Sprint zu Yermak, Artyom! Darf ich nichts übersehen? Es liegen hier noch irgendwo zwei Tagebücher rum. Die Frage ist, wo? Artyom, lauf zu Yermak! Was ich mich gerade frage, warum ist hier keiner mehr? Weil ich noch wüsste, wo die letzten beiden Tagebücher hier sind. Artyom, lauf zu Yermak! Moin! Was bin ich froh, euch hier zu sehen! Wo auch immer Anna jetzt herkommt. Alles klar bei dir? Alles gut, danke! In Ordnung, wir haben nicht viel Zeit. Die sind bald zurück. Ich gehe zur Lok. Sie müsste jetzt bereit sein. So, jetzt müssen wir aber töten. Geht da hoch und schaltet den Mechanismus für die Drehscheibe ein. Und seid bitte vorsichtig, sonst ist ganz schnell die ganze Basis hinter uns her. Weggespeichert. Juhu. Ich bin hier Waffe ausrüsten, Mann. Ich kann mich nicht einfach hier erschießen, Mann. Ich bin am Anfang so ein Snibbel, die Dude. Ich werde mich umgucken, ey. Keine Geduld haben die Leute hier. Keine Geduld. Was habe ich hier eigentlich drauf stehen? Den Bremser, den holen wir uns gleich. Oh, ist schon wieder gespeichert. Also Postkarten, irgendwelche Sammelobjekte hier, was zu lesen. Oh, kein Mund, ich habe doch eben 3 Millionen Schuss gefühlt aufgehoben. Hä? Ich wage zu behaupten, dass das Spiel ein bisschen buggy ist. Schalt die Drehscheibe ein.
chill mal. Irgendwie fehlen mir hier in diesem Level noch zwei Tagebücher. Na los, Atjom, schalt die Drehscheibe ein. Hey, Moskau geht ja auch noch in den Wehrzug weiter. Gut. Oh, ich bin voll. Cool. Ich bin auf dem Ranger Hardcore-Modus und habe bis jetzt sehr wenig Medipacks verbraucht. So. Alarm! Alle Gruppen zum Hangar! Das hier hat neulich mal ganz gut funktioniert. Vergessen habe. Wo war denn jetzt eigentlich das letzte Mal gespeichert? Ah cool, dann können wir mal eben zurücklaufen und mir die Kiste holen. Die habe ich nämlich im letzten Run auch übersehen. Hui! Aua! Ich wollte zwar die Beine brechen. Hier fahren wir gleich runter. Uns rennt die Zeit davon. Ja, für Munition muss aber die Zeit sein. So. So. Ich lässt irgendwas Gefühl nicht los, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Keine Ahnung. Ob man hier mal durch muss. Ich weiß nicht, irgendwie das Gefühl, dass ich hier irgendwas zu lesen übersehen habe. Keine Ahnung. Weil das Level ist gleich zu Ende. Gleich gibt es noch den Wehrzug und ich weiß nicht, ob wir da. Und ich weiß nicht, ob ich da zwei Tagebuchseiten finde. Leute hier, die zählen übrigens nicht fürs Ende, aber die bringen mich in meine Errungenschaft, weil wir müssen 300 menschliche Gegner töten. So. Das war heftig. Alles klar? Hey, die Plattform hat einen Handbetrieb. Ja. Atjom. Alter, was passiert denn hier alles? Ja, jetzt muss ich das nochmal machen, ey. Ja, lass rennen.
wir müssen die Drehscheibe einschalten. Lol. Alarm! Alle Gruppen zum Hangar! Schilder. Hey, die Plattform hat einen Handbetrieb. Es ist schwer, sie zu erreichen. Aber es fehlt. Als ob jetzt gespeichert wird. Hallo? Cool, Waffe 16 geht nicht. Schnapp sie dir! Auf! Lass uns das gemeinsam machen! Jetzt noch nicht, wieso der Zug plötzlich anhält. Verstanden, Basis. Ende. Also gut, erschießen Sie die beiden. Und was den Zugführer betrifft, soll das heißen, erschießen Sie die beiden. Widersprechen Sie mir nicht, Soldat. Der Oberst. Warum man kennt Duke hier eigentlich nicht? Herr Oberst, wir haben hier ein Problem. Papa, Leute, wir sind's. Verhält uns. Anna, was zum Teufel? Leute, was macht ihr hier? Das kommt jetzt zu Herr Oberst, das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle. Also gut, alle herhören. Seid still. Ich fasse es nicht. Kein bisschen Scheiße. Also ist das wahr? Du arbeitest für sie? Die Mexikaner haben auf Atiom geschossen, sie... Ach, egal. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Wir haben keine Wahl mehr. Die Hanse kann das nicht tatenlos hinnehmen. Die Beobachter werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still. Ja, ja. Wofür diese Störsender? Warum wird die Tatsache verschwiegen, dass nicht nur Moskau überlebt hat? Dort in dem Graben, das sind Menschen. Aus anderen Städten. Tod. Alle. Alle Mann, die Klappe halten. Kinder. Das erkläre ich euch später. Alles. Opa. Wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay, zumindest bis zur 100-Kilometer-Markierung. Gibt's in der Nähe eine sichere Stelle zum Halten? Natürlich, wir müssen uns allerdings beeilen. Sie haben den Kampfzug gerufen. Also gut, meine Herren. Artyom und Anna haben gerade ein großes Chaos angerichtet. Sie können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Jedenfalls muss ich sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verraucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Hören Sie, Herr Major? Meine Leute haben nichts mit diesem Missverständnis am Störsender zu tun. Also ich werde für sie kämpfen. Keine Frage. Natürlich. Artyom, Anna, sie gehören zu uns. Niemanden zurück. Wenn ich hier, wer dann?
Also gut, Spartaner, werf die da über Bord und dann voll dann voraus. Komm mit, Artyom. Lass uns etwas frische Luft schnappen. Ich bin so froh, dass die Jungs uns unterstützt haben. Wie es scheint, hat mein Vater ihnen aber auch nichts darüber gesagt. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht und geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Aber sie haben Moskau einfach nur mit diesen Störsendern umstellt und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von ihnen! Während du an der Oberfläche verstrahlt wurdest, hat mein Vater einfach weitergelogen. Er hat dich belogen und mich. Er hat alle belogen. Halten Sie die Lok sofort an und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Das war nur eine Warnung. Wenn Sie nicht Folge leisten, werden Sie erschossen. Verdammt, das nenne ich meine Panzerung. Bist du jetzt zufrieden? Ist es das, was du dir erhofft hattest? Warum sollte es seine Schuld sein? Du hast alles gewusst und ein Scheiße! Das war die letzte Warnung. Halten Sie sofort die Lok an. Ach Mist. Bist du in Ordnung? Ja. Nur ein Kratzer. Okay. Wir halten an. Ich muss davor warnen. Unsere Bremsen sind in keinem guten Zustand. Gern, Bremser. Sollen Sie glauben, wir würden aufgeben? Jawohl. Ah, endlich etwas Vernunft. Jetzt bis zum Halt weiter drin. Granaten werden Ihren Lack kaum ankratzen, also. Wie wäre es mit einem Angriff von Ihnen? Nicht genug Sprengstoff. Es sei denn, wir stecken alles, was wir haben, in Ihren Feuerkasten. Bitte, lassen Sie mich das übernehmen. Herr Oberst! Ich teile hier die Freiwilligen ein. Artyom wird das machen. Ich weiß übrigens, wie Duke überlebt und das werden wir auch. Weil er schuld ist und es wieder hinbiegen muss. Artyom, spring rüber, sobald wir langsam. Ich werde Sie derweil ablenken. Sind Sie das, Jakob? Ja, also lassen Sie den Scheiß, Miller. Sie können nirgends hin. Sie sind nie hier draußen gewesen. Hier schon. Wir wollten nicht weit weg. Nur ein wenig aus der Stadt heraus, bis die Aufregung nachlässt. Und ihr habt einfach das Feuer eröffnet. Lasst ihr uns gehen, wenn wir anhalten? Ich muss Sie verhaften und vor Gericht bringen. Ihnen sind die Anklagepunkte bewusst, nicht wahr? Fahnenflucht. Hochverrat! Soll das ein verdammter Scherz sein? Ich? Ein Verräter? Sagen Sie mir, was hatten Sie mit dem Zug vor, hä? Nur eine Sprinttour? Nein, darauf gibt es nur eine Antwort. Sie wurden gekauft und flüchten zurück zu Ihren Auftraggebern. Das Urteil ist also bereits gefällt. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Lassen Sie die Scheiße! Was haben Sie da? Karten? Verteidigungspläne? Wollen Sie sich mit Ihrem Leben einen Ruhestand am Meer erkaufen? Sie verdammter Krüppel! Pläne? Hochverrat! Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben Verrat begangen! Sie haben uns vernichtet und Sie... Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet. Aber ich will verdammt sein, wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude! Ich habe irgendwie gehofft, dass es nicht dazu kommt. Weißt du, irgendwelche Ansprüche haben unsere Locke glauben, die jetzt aus Moskau. Also verfolgen wir sie. Sind die verrückt, Schlieben? Wohin? Hier gibt es doch gar nichts. Echt jetzt? Verdammt. Was ist das? Ich ergebe mich, ich ergebe mich! Gut. Bitte bring mich nicht um. Aber nicht vor. Den Banditen würde ich mich nie ergeben. Aber dieser Typ scheint etwas zu sein. Seine Ausbildung ist definitiv anders. Naja, meine Ausbildung ist anders. Frage, irgendwelche Postkarten oder Tagebucheinträge hier? Mir fehlen mir noch zwei. Ah, guck mal, was ich hier habe.
Ha! Ich hab doch nichts übersehen! Geil, Alter! Jetzt fehlt noch einer, der muss hier auf diesem Zug sein. So, bla bla bla, blibla blub. Interessiert mich nicht, weil den besteht, ich will die Scheiße nur sammeln. So. 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 Hier ist nix, nix, nix. Gar nix. Dann sag ich mal, lebt mal wohl, Kollege. Das habe ich nie gesehen hier. Theoretisch bis... Ach ja, die Laufbänder wieder. Wir fahren ja nicht auf Schienen. Theoretisch dürften wir den jetzt gleich rammen, weil das geht ja... Das ist hier ein Endlos-Loop. In diesem Zug hier noch ein Dokument, das muss ich finden. Oh, es wird gespeichert. Das ist ja nett. Die Zeit ist rum, Oberst Miller. Ruhig, wir werden langsamer. Aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Wie zum Fick, was? Alter. Ich will so wenig Leute töten wie möglich. Wir kommen näher. Einer 13 in Bereitschaft. Einer 13. Achtung. Die Zeit ist rum, Oberst Miller. Ruhig. Wir werden langsamer. Aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, Herr Oberst. Meine Leute werden Ihnen damit schon helfen. What the fuck? Wieso konnte ich den denn nicht K.O. schlagen? Mann. Darauf muss ich mir erstmal ein Messi geben, ey. Das ist Zielschokolade. Wir kommen näher. Einer 13 in Bereitschaft. Zeit ist rum, Oberst Miller. Ruhig, wir werden langsamer. Aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, Herr Oberst. Meine Leute werden Ihnen damit schon helfen. Wie soll ich da denn durchkommen, ohne sie zu töten? Wir kommen näher! Einer 13 in Bereitschaft!
Zeit ist rum, Oberstmiller. Wir wissen langsam, aber die Bremsen... Wir kommen näher. Einer 13 in Bereitschaft. In dem Ranger Hauptkommando, da liegen überall Filter rum. Guck mal, was jetzt passiert. Wir werden langsamer, aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, Herr Oberst. Meine Leute werden Ihnen damit schon helfen. Ich verstehe es einfach nicht. Wir kommen näher. Einer 13 in Bereitschaft. Ein Angriff. Achtung! Die Zeit ist rum, Oberst Miller. Ruhig. Wir werden langsamer. Aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, warum geht hier jetzt gar nicht die Tür auf? Meine Leute werden Ihnen damit schon helfen. Geheimrezept ist einfach abwarten. Wir kommen näher. Einer 13 in Bereitschaft. Einer 30. Achtung! Die Zeit ist rum, Oberst Miller. Ruhig. Wir werden langsamer. Aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, Herr Oberst. Meine Leute werden Ihnen damit schon helfen. Wie auch immer die mich gesehen haben. Achtung! Halt den Zug! Was zum Bremsen? Sofort bremsen! Stopp, ihr Arschlöcher! Du Arschloch! Jetzt hast du es geschafft! Du, deine Lakaien, deine Kopf! Hier werden nicht wie Deserteure behandelt, sondern wie tollwütige Hunde! Eine Kugel für jeden von euch! Ich erschieß dich persönlich! In die Sperr! Du verdammter Krotte! Vergesst die sichtbaren Ziele! Mach Schweizer Käse aus dem Ding! Feuer frei! Ach schon, na los! Die reißen uns noch in Stücke! Naja, ich hab ja auch meine Probleme. Cool. Ich muss doch noch die Tagebucheinträge suchen. Okay. Ich weiß, dass hier nichts liegt, deswegen... würde ich mich eigentlich mal umbringen. Aber ich will sie eigentlich nicht töten. Hier was? Hier liegt auch nichts. Nix. So.
wohl sehen. Moin! Quatsch! So wenig töten wie möglich. Das ist hier die Devise. Und da in dem Abteil nichts liegt, was ich gebrauchen kann, kann ich da jetzt einfach rum und die einfach ab. Sondern die tollwütige Hunde! Eine Kugel für jeden von euch! Dich erschieße ich persönlich in die Stirn! Du verdammter Krüppel! Das ist belastet, dass hier gespeichert wurde. Mach Schweizer Käse aus dem Ding! Feuer frei! Archon, na los! Die reißen uns noch in Stücke! Aber es ist wie es ist, wie es ist, huch. Da wollte ich gar nicht hin. Wieso kann ich das denn nicht abkoppeln? Scheiße. Hier kommt der! Einer greift in den Bereich. Das ist ja der, den ich haben will. So, ciao Freunde, ich gehe hier einfach durch und hänge euch mal ab, weil... Seid es drum, Obermiller! Ruhig, wir werden langsam. Hier liegt nichts drin, was ich brauchen kann. Aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, Herr Oberst. Meine Leute werden Ihnen damit... Bis auf die eine Waffe mit der Zieloptik, aber naja, die gibt's im weiteren Briefverlauf auch. Nice! Und die Errungenschaft! Und die Errungenschaft Bremser wurde erzielt. Peter, wir hätten sie auf der Stelle erschießen sollen. Und warum habt ihr nicht befehlen, mich lebendig zu fangen? Streichen Sie den Befehl zur lebendigen Gefangennahme! Feuer! Schießbefehl! Nur sichtbare Ziele angreifen! Und die Lok verschonen! Nicht auf den Kessel schießen! Jo, ich habe die Errungenschaft Bremser erzielt. So, hallo Freunde. Ich habe versucht, sie human zu behandeln. Hör, wozu eine Mühe? Sir, das ist reine Höflichkeit gegenüber einem Kollegen. Ich dachte, sie würden ohne viel Aufheben mitkommen. Dann hätte ich bei der Behandlung ein gutes Wort für sie eingelegt. Tja, klingt doch ganz gut. Aber was ist mit dem Orden? Ja, sie wären natürlich degradiert worden. Aber ihre Untergebenen tragen keine Schuld. Ach ja, klar! Aha! Geil! Ich hab in Moskau alle Dinger! Jascha! Die führen etwas zum Schilde. Ich konnte nur zwei Gurte tauschen. Die haben zu sehr aufgepasst. Du musst unbedingt ausgeben, denn dieses Mal werden sie die gesamte Lieferung zurück zur Schatzkammer bringen. Diese Masche war gut, solange sie lief. Aber jetzt wird es Zeit, sich aufzuteilen. Gut, damit habe ich alle Dinger im Kapitel Moskau gefunden. Die Frage ist nur, wie viele Postkarten gibt es hier?
Gut, dann kann ich euch ja eigentlich verschonen. Es sei denn, da oben liegt meine Postkarte. Federwechsel. Hallo? Ich dachte, das wäre ein Feder, der da liegt. Wie kann ich denn immer keine Munition haben? Ich verstehe es nicht. Gut, aber hier liegt oder hängt keine Postkarte. Ich kann leider nicht nach. Ich kann da. Ich hab alle. Wow, hätte ich das vorher mal gewusst, dass es hier nur zwei gibt. Hier habe ich auch alle. Toll. Ah, kann auch weitergehen, wollen wir gar nicht mehr weitersuchen. So. Nicht schießen! Nicht schießen! Ich bin nur ein Heizer! Ich gehöre nicht zu Ihnen! Und tot. Break, 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 break. Moin. Warte. Ziemlich riskant, dass du nicht neben der Aurora zu machen. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Exodus. Nice. Oh mein Gott, Artyom, Gott sei Dank geht es dir gut. Bei Epic Games habe ich nie Errungenschaften gekriegt. Aber bei Steam kommt jetzt eine nach der anderen ran. Jetzt sind wir nicht nur Verräter, sondern auch noch waschechte Saboteure. Cool. Alles richtig gemacht. Wir haben 100 Kilometer von Moskau entfernt angehalten, um unsere Geigerzähler abzulesen. Erstaunlicherweise sind sie alle im grünen Bereich. Ja, als hätten sie sich... Gesülze kennt man ja schon.
Moin. Warum die Trauer? Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im Grünen. Im Bereich, hab's zweimal überprüft. Stepans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens, das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich platzen lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Lass mich ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel, bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Artyom, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet, die Wachen erschossen, einen Patrouillenzug zerstört und sind aus Moskau geflüchtet. Wer braucht schon eine Verhandlung, wenn der Fall so klar ist? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Was bedeutet, dass wir nach vorne durchstarten müssen? Kommando, wovon redest du denn da? Das Moskauer Verteidigungskommando. Hast du jemals von den unsichtbaren Beobachtern gehört? Ja, aber das ist doch nur eine Legende. Ganz und gar nicht. Sie sind das Kommando. Bist du sicher, dass sie sich nicht nur um ihre eigene Sicherheit kümmern? Du hattest die Arche erwähnt. Was hat es damit auf sich? Falls Archer ihr Signal einfängt, wirst du es verstehen. Ansonsten gibt es da nichts zu besprechen. Du glaubst also, dass alles in Ordnung kommt, wenn wir diese Arche finden? Nein. Aber wenn du einen besseren Vorschlag hast, schieß los. Ja, habe ich. Wir müssen für die Menschen aus Moskau einen besseren Ort finden. So wie Artyom das immer vorhat. Sie alle dem Feind überlassen? Eine tolle Idee. Ich würde sagen, wir lösen erstmal unsere Probleme, bevor wir Moskau treffen. In Ordnung. Wie läuft es, Artyom? Schon etwas gefunden? Da draußen gibt es eine... Warte einen Moment, was war das? Hört mal alle her! Von hier sollte also etwa so verlaufen. Das ist unser Ziel. Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja. Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Hoch.
Wir werden ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles, verstehst du? Ein neues Leben beginnt. Für alle Überlebenden des Krieges. Wahnsinn, gibt es dort alleinstehende Frauen? Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach... Schenk ein, Damir. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub, oder was? Ah, das. Für einen Moment dachte ich, meine Ohren täuschen mich. Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen. Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Wird aber auch Zeit. Was? Und die nächste Errungenschaft kommt rein. Oh. Fahr zur Hölle. Noch besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora? Die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer... ihr wisst schon was. Schon besser. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner Name. Klingt ganz gut. Aber was für ein Kreuzer. Ja, sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Trinken wir auf die Aurora. Herunter freigeschaltet. Aurora. Hey, Artyom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Jelmark, Volldampf voraus. Jawohl. Volldampf voraus. Was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Egal, wir fahren dorthin. Wie geht's dir, Anjascha? Oh, Anna. Ich hätte einen Pfeil von Amor erwartet. Stattdessen hat mich eine Kuh. Da wird gerade gespeichert, deswegen würde ich sagen, ich mache hier an der Stelle mal einen kurzen Break und in der nächsten Runde geht es. Wobei, wir spielen jetzt noch bis zur Beuge. Wirklich alles klar bei dir? Ich kenne dich doch. Komm, lass nur, mich mal. Bis. Namen, da unten ein Tagebuch. Alter. Und wir werden ganz Mach sicher Platz. Vielen Frauen begegnen. Viele brauche ich nicht. Die Qualität ist wichtiger. Die ganzen Gespräche würde ich mir jetzt nochmal anhören, weil... Moin. Und, mein lieber Moses, merkst du, wie süß die Luft ohne Maske ist? Wie lange hast du schon für diese Moin. Gib mir das. Zustandsbericht. Bla 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 und blub. Wir sind übrigens immer noch in Level Moskau. Moin. Ach, Hallöchen, Artyom. Lass mich mal kurz zwei, drei Schaufeln da reinschmeißen. Naja, leg los. Denn ehrlich gesagt, das ist alles. Gut, dann mache ich jetzt weiter. Alles verlassen, merken wir uns. Das war noch nicht alles. Danke, Mann. Ich habe falsch Knopf gedrückt. Ach, das einzig Gute an diesem Job ist, dass man den Winter vergisst. Wenn man diesen Vorteil später nur nicht mit Schmerzen am ganzen Körper bezahlen würde. Ich habe gehört, dass monotone Arbeit einen beruhigt. Tja, stimmt. Ich fühle mich schon ganz ruhig. Idiot sagt, das sei dynamische Meditation. Jeder Philosoph kommt nicht auf, um zu meditieren. Mal sehen, ob irgendwas. Es gibt ja noch 10 versteckte Errungenschaften, von denen ich keine Ahnung habe, welche die sind. Aber ich glaube, hier hat nichts mit zu tun. So.
Ciao, ich bin dann Scotty. Die Pause tat echt gut. Moin. Wir wissen alle noch, wie du in D6 gekämpft hast. Oh ja. Also egal, was du... Etwa ein Jahr, schätze ich. Anfangs wollte sie nicht wahrhaben. Ich erfahre, sie erzählten mir von den Wetterstationen und Oberhausen. Das ist nicht das Radio. Lass dich mal kurz den Knopf für dein Radio finden. Blablabla, Winter, blablabla, bla, bla. Ja, ja, genau. Nein, das war auch nicht das Radio. Das ist das Radio. Oh cool, geh auf Sendung, habe ich auch schon geschafft. Da ist er. Da haben wir auch mal einen Haken dran. Zack, zack, zack. Da, 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 da. Lass mal laufen, ja. Oh. 5 von 68 Errungenschaften haben wir. Wir haben den Bremser, Exodus, Aurora, Marsian und gehe auf Sendung. So. Aha, Eisenbahner, steig auf die Draisine, das kriegen wir noch hin. Freunde des Teams, aha, Langstrecken, ja, das kriegen wir gleich alles. Töte den Catfish. Verdorbenes Abendessen. Fahrer, Fahrer. Ich meine, es gibt auch so einige Errungenschaften, die sie erledigen sich von selbst. Finde im Laborkart. Das Labor wird krass. Gorko, besuche die Hochzeit im Level Sommer. Dekontaminierung. Gebiete des Waldes. Jo, 5 Uhr. Das mache ich auf jeden Fall. Beim Admiral war ich zweimal nur, obwohl ich das Spiel jetzt schon zum 5. Mal starte, war ich beim Admiral nur zweimal. Weil ich im Level, was jetzt kommt, die Volga immer die Lust verliere, weil ich die Volga schon so oft gespielt habe. Schwert des Damoklas, schaffe den Level Tiger. Schaffe mit jeder Waffe je mindestens ein Kill. Wir haben mit 3 Waffen jetzt schon hier einen Kill gemacht. Frage ist, zählen auch Telepathen? Ach ja, die Verbesserung gibt es nur in der Wolga und in der Wüste. Das heißt, wenn in der Wüste noch eine Verbesserung fehlt, dann wäre irgendwas verkackt. Oder Mutanten töten, das finde ich jetzt. Töte oder lebe 50 Gegner im Nahkampf oder Waffen noch 8. Kaleidos Probe für die 3 Gegner mit dem Scharfschützen-Zieloptik. Während du Abschutzmaske und Nachtsichtgerät trägst. Cool. Feuervogel, töte einen Dämon mit Feuer. Finde alle 70 versteckten Tagebucheinträge. Wir haben jetzt schon 11 von 70. Finde alle 21 Postkarten. Wir haben 2 von 21. Finde
3 Spielzeuge im Modus neues Spiel plus Teddy Sonne und Fisch. Das ist noch uninteressant. Stahlmodus kommt bald. Zu Kernels, zu Kernels. Kernels, zu Kernels, zu Kernels. Sam Story, Sam Story. Sam Story, Sam Story, Sam Story. Cool, es gibt nur noch 9. Das heißt, ich habe eine versteckte Errungenschaft fertig und das war, glaube ich, Bremser. Ich glaube, Bremser ist eine versteckte Errungenschaft. Dann gibt es noch, und da ich die Duke gerechte Rache gibt es, aha. Kopfgeldjäger ist, glaube ich, auch eine versteckte eine versteckte Dings. Ja, Kopfgeldjäger, ne, Kopfgeldjäger ist keine versteckte Errungenschaft, aber Duke, Ayosha und Damir ist auch eine versteckte Errungenschaft. Wo ist denn eigentlich die Vernichtungsfahrt? Ist das auch eine versteckte? Weil die habe ich jetzt hier eben auch nicht gesehen. Dumm, ich dachte, der redet jetzt hier. Lass mal kurz noch einen Radiosender suchen. Hier ist alles ruhig. Keine Beschwerden. Einwohner hemmungslosen Daumendrehens. Gestern haben wir alle... Ja, es gab doch einen Radiosender, wo der auch zwischendurch moderiert. Hier nicht. Das war Einheit 13. Einheit 13? Wir dachten schon, es wäre... Achso, nee, brauche ich nicht. Der Verkauf ist geplatzt, deswegen brauche ich morgen nicht los. Lol, jetzt hat... Oh, dumm. Ich habe mich auf Discord gemutet, aber nicht im Stream. Egal. Ich hab's doch im Radiosender mal zwischendurch mal moderiert. Was ist denn jetzt mit denen? Ja, interessiert mich nicht. In der Arche, ja, wird interessant. So. Was suche ich jetzt eigentlich? Vernichtungspfad. Töte oder lebe 50 Gegner im Nahkampf. Vernichtungspfad ist auch eine versteckte Errungenschaft. Fischer war hier irgendwo. Das hier wird eine schwere Errungenschaft hier. Schaffe den Level Tiger, ohne jemanden anzugreifen und unbemerkt zu werden. Das machen wir im Stilmodus. Da schaffen wir dann wahrscheinlich auch die Trophäe Ayosha. Da machen wir 2 mit einer Klappe, weil ich glaube nicht, dass wir diesen Run Ayosha retten können. Ayosha wird, glaube ich, in diesem Run verwundet. Glaube ich. Ich versuche trotzdem so wenig Leute zu töten, wie es geht. Aber Kind des Waldes werden wir in diesem Run, glaube ich, nicht schaffen. Ach so, ihr seht es ja gar nicht. Ich sollte vielleicht mal die Szene wechseln. Zack und zack. So. So, jetzt seht ihr das, was ich sehe. Außer... So. So. Kind des Waldes, das wird schwierig. Die werden wir hier wahrscheinlich nicht schaffen. Ne, Tiger. Das ist das letzte Level, glaube ich. Tiger. Schaffe den Level Tiger. Ich meine, das ja, die kriegen wir automatisch, die kriegen wir automatisch. Das hier wird auch krass. Das wird sehr krass. Ich weiß nicht, ob wir das im Ranger Hardcore oder im Stahlmodus schaffen. Weil...
die ist schwierig. Und da bin ich ja gerade bei. So. Gib Zulagen für Herstellen aus. Gut. Aber das finde ich schon krass, für eine versteckte Errungenschaft schon geschafft haben. 9 noch verbleiben. Ich habe, glaube ich, hier noch 5 Dinger stehen, dann weiß ich nicht, was die anderen 4 sind, aber die werden sich zeigen. Krass! Gut. Dann switche ich wieder die Szene zurück. Das war der falsche Knopf. Das war der richtige. Nein. Wie verlasse ich denn jetzt das blöde Radio wieder? C. U. X. Hä? Hallo? Ganz kurz. So. Eine gute Wahl, weil Sie aber das Risiko lieben, können Sie sie bei 2 bis 4,5 Grad schnell an Erkältung einfangen und sich den 70 bis 80 Mikrosievert todesverachten entgegenwerfen. Daher, liebe Hörer, kann ich äußerste Vorsicht werfen empfehlen. Natürlich nur, sofern nach solchen bahnbrechenden Neuigkeiten überhaupt noch jemand zuhört. Und wir alle wissen, was für den Rest Russlands gilt. Größtenteils existiert es noch. Offensichtlich leben sogar noch Menschen an diversen Orten. Wie Sie vermutlich schon geahnt haben, liebe Hörer, ist der Beruf des Wettermanns heutzutage besonders hart verdientes Brot. Obendrein noch salzig von Schweiß und Tränen, da die Kommunikationswege einiges zu wünschen übrig lassen. Nichtsdestotrotz sollten wir hier vorsichtigen Optimismus walten lassen. Vor 15 Jahren gab es noch gar keinen Sender. Nicht einen einzigen. Und jetzt schießen die Sender an Orten aus dem Boden, von denen man das nie geglaubt hätte. Vor nur 2 Tagen haben wir eine Übertragung von den Färöer Inseln empfangen. Und genug. Mir geht da nicht das Herz auf. Die Moral ist hier jedenfalls, dass es noch Leben auf der Erde gibt. Anscheinend bleiben wir doch noch eine Weile länger hier. Aber zurück zum Thema. Ich habe völlig vergessen, die wichtigste Information überhaupt zu melden, die ich im Petto habe. Die Information, die Sie alle unbedingt hören wollen. Also, wird schon schief. Das Thermometer draußen von dem Stufenfenster zeigt, dass es derzeit 6 Grad unter 0 sind. Für Mission Volochok ist das in Anbetracht der Umstände ein echter Luxus. Hier scheint es der nukleare Frühling, auf den alle optimistischen Wetterprognosen bislang hingedeutet haben, sich nun tatsächlich zeigt. Zufällig hat sich aber auch etwas anderes gezeigt. Und zwar eine alte Aufnahme, die ich hier habe. Gut. Was fangen die hier eigentlich an zu labern, wenn ich aber aufstehe? Oder Scheiße. Warum ist hier die Hupe eigentlich noch nicht? Die ist gleich erst da. Bald merkten sie, dass ich den Graben gesehen hatte und erzählten mir die üblichen Lügen über Spione und was nicht alles. Ah ja. Da, 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 da. Sieh mal, oh, wenn hier keine Strahlung ist, dann können wir alle anderen aus Moskau herausholen. Es ist völlig egal, ob es hier Strahlung gibt oder nicht, Genosse Amerikaner. Die Bürger von Moskau müssen bleiben, wo sie sind. Wir kennen die Gespräche ja nicht schon. Dann gehen wir mal zur obersten Miller. Zeit überbrücken, weil der quatscht da gleich wieder. Hast du ihn geglaubt? Nun, es schien mir sicher.
Was geschehen ist, ist geschehen. Ja, ich habe dich nicht davon abgehalten, rauszukommen. Ja, ich habe versucht, es dir auszureden. Ja, ich habe dir nicht gesagt, dass wir nicht die Einzigen sind. Aber ich hatte damals auch noch nicht die Freigabe. Das ist ein Staatsgeheimnis, verstehst du? Ich habe die Freigabe erst nach unserem Kampf um D6 bekommen. Sie sagten, ich müsste ihre Rekruten ausbilden, weil der Krieg noch nicht vorbei sei. Hatte hier ursprünglich mal eine Schere am Schreibtisch. Wofür waren unsere Leute dann in D6 gestorben? Naja, wofür habe ich meine Beine verloren? Aber ich verstand es. Weil der Krieg noch tobte, war die Sicherheit vorrangig. Unsere Leute hätten das verstanden. Also bitte, tu du es auch. Du hättest das bei allen in der Metro ausgebracht. Du bist ein gottverdammter Prometheus, ein Messias. Du musst das Volk aus der Höhle führen. Meinst du, du hättest irgendwen gerettet? Erinnerst du dich an den Sturz? Was, wenn Moskau wegen dir gefunden worden wäre? Was, wenn Raketen zu uns unterwegs gewesen wären? Wie auch immer, egal was sie von mir halten, ich bin kein Deserteur und ich werde auch nie einer sein. Ich bin bereit, die volle Verantwortung für alles zu übernehmen. Aber dann war nur ich die dich und Arthur. Mich zu entschuldigen, dann nutze ich sie. So etwas kann man nicht für sich behalten. Jetzt verstehe ich, warum du uns damals verwendet hast. Was bedeutet, dass wir, wie ein Läufer, der stolpert, immer schneller laufen müssen, um das Gleichgewicht zu halten? Und wage es ja, uns alle wieder ins Stolpern zu bringen. Hast du das verstanden? Ich hoffe sehr. Immer wenigstens wissen wir jetzt, wohin wir laufen müssen. Also rein mit dir, wirf einen Blick auf die Karte, denn unsere Route ist jetzt ziemlich klar. Da. Nicht der Rede wert. Und so es Gott will, wird es nicht umsonst gewesen sein. Ja. Hast du jemals einen Zug über die Stadt gelassen? Ja, das war. Diese Aufnahme packt mich immer wieder. Und wir setzen unser Programm fort. Hier ist Radio 1. Und der Gastgeber ist wie immer Max Colombia. Ich hoffe, dass der Song, den ich gerade gespielt habe, die Mitglieder der Expedition erreicht hat, die vor einer Woche loszog, um die Moskauer Wüste zu erforschen. Und seitdem per Punkt nicht mehr zu erreichen ist. Ich würde für meinen Teil annehmen, dass mit ihrem Funkgerät etwas nicht stimmt. Tja, wir machen uns ja alle Sorgen, aber auf jeden Fall ist es das Konstruktivste, die Hoffnung nicht aufzugeben. Da Panik definitiv niemanden hilft. Wir werden auch niemandem helfen, indem wir voreilig ein Team von Rettern losschicken, die ihr Leben riskieren, weil sie nicht gut vorbereitet sind. Abgesehen davon, liebe Hörer, scheint es für Moskau auch schon etwas zu spät zu sein. Dieser Zug ist schon vor 20 Jahren abgefahren. Es könnte natürlich sein, dass ich falsch bin. Sie wissen ja, wie ich das Datum immer durcheinander bringe. Entgegen dem allgemeinen Glauben scheint es mir sogar, dass die Stadt schon vor dem Krieg nichts Besonderes war. Vielleicht ist sie durch den Krieg sogar noch etwas besser geworden. Zumindest ist es dort leichter geworden. Und die CO2-Bilanz stimmt. Nicht ihr Leben riskieren. Lassen Sie uns also die Warnung des Rats beherzigen und nicht dorthin gehen. Weder alleine noch in Gruppen. Lassen Sie uns gar nicht dorthin gehen. Und fahren auch nicht. Ich würde sogar davon abraten, sich irgendwie dorthin zu begeben. Denn niemand weiß, was dort los ist. Es ist sehr zu bezweifeln, dass dort Menschen überlebt haben. Und selbst wenn, dann wird ihr Leben vermutlich kein richtiges Leben sein. Jetzt, das sollte man zumindest aus dem Gewalt. Mag den Typen irgendwie. Der Wind von dort herangeht. Ja, also ich habe gerade einen Blick auf meine Uhr geworfen. Es ist fast Zeit für eine Pause, um die Akkus aufzuladen. Aber ich möchte das Programm nur ungern mit so einem traurigen Beitrag beenden. Daher gibt's jetzt noch etwas Musik. Und wieder der gleiche, weil er nur den einen Musikton hat. Nein, dazu hatte ich eine Gelegenheit. So. Ich war mal Metrozug. Ich arbeitete an der Ringlinie. Verdammt langweilig. Ja, das Gespräch den kennen wir. Den ganzen Tag im Kreis. Immer. Ach ja, ich hab mich mal hier gemütlich hingesetzt. Ich hoffe, dass ich nicht einschlafe. Moin. Aber warum? Wir sind nur knapp außerhalb der Stadt. Und die Strahlung ist gleich null. In deinem Amerika waren die Dinge vielleicht so einfach. Aber hier ist es das nie gewesen. Gerade noch sind wir als Retter der Metro aufgewacht. Zur Mittagszeit sind wir schon feindliche Spione, Saboteure, Zugdiebe.
Und weshalb? Etwas, das wir für wahr gehalten haben, hat sich als Lüge herausgestellt. Und das reicht ihnen, um uns tot sehen zu wollen. Die Bosse der Hansa müssen gewusst haben, dass hier oben ein Leben möglich ist. Aber die Öffentlichkeit wusste es nicht. Wer würde schon in der Metro bleiben wollen, wenn wir davon erzählen? Das können wir ihnen nicht sagen. Wenn die schon bereit sind, Hackfleisch aus alten Damen und Kindern zu machen, um ihr Geheimnis zu wahren, was glaubst du dann, was sie mit dir anstellen, Onkel Sam? Wir können nicht zurück. Wir können den Funk nicht nutzen. Hast du die Störsender schon vergessen? Und selbst wenn du jetzt den perfekten Rambo gibst und wieder zur Metro durchbrichst, glaubst du etwa, die glauben dir alles und sagen, ja, Moses, führe uns aus Ägypten heraus. Kannst du dir auch nur annähernd vorstellen, wie viele Tote das bedeutet? Nimm mal den durchschnittlichen Stationsbewohner. Selbst wenn die Hanse ihn nicht erschießen würde, wie weit käme er? Wahrscheinlich gerade mal bis zur nächsten Mutantenhöhle. Wir sind hier sicher, während wir mit diesem Ostexpress fahren. Wir haben nicht so viel Glück. Ganz und gar nicht. Was, wenn eine ordentliche Evakuierung durchgeführt wird? Und wer soll das machen? Die Leute der Hanse? Diejenigen, die uns 20 Jahre lang unter Verschluss gehalten haben? Oder nur wir beide? Abgesehen davon hört es ja nicht damit auf, dass wir die Leute aus Moskau herausholen. Sie müssen sich irgendwo ansiedeln, brauchen Lebensmittel. Nein, Bruder. Ich verstehe ja deinen Standpunkt, aber das hier ist komplexer, als es scheint. Vermutlich hast du recht. Mir ist wohl die saubere Luft zu Kopf gestiegen. Bedeutet das denn nun, dass der Oberst Bescheid wusste? Sein Rang macht das sehr wahrscheinlich. Abgesehen davon hat er ja Verhandlungen mit der Hanse geführt. Wo wären wir jetzt nach dem D6-Debakel ohne sie? Sie haben uns Waffen und Rekruten gegeben, um die Verluste auszugleichen. Wir hingegen, unsere Kompetenz reicht nicht über nette Gedanken und unsere Aufgabe, die Narren in der Metro davon abzuhalten, sich gegenseitig umzubringen, hinaus. Vergiss nicht, wenn nicht wir, wer dann? Du bist schlauer, als es dir gut tut. Wenn du dein Herzblut hineinsteckst, funktioniert die Waffe immer.
Tja, ich öde die hier eben zu Ende ein. Dann fange ich mit der nächsten an. Ja, aua. Artyom, wieder da? Kannst du mir helfen? Ich bin schon etwas müde. Hier! Das ist alles? Ja. Gut, dann mache ich jetzt weiter. Dumm. Gott, ich glaube, wir können es aber so langsam an die Wolga. Alle, die mich hören können und noch immer dem Ziel dienen, begebt euch zum Sammelpunkt. Der Position. Dude.
Legt mal das Funkgerät auf hier. Ihr belegt die Frequenz. Du bist tot, also mach aus. Da gibt es nichts mehr. Der Positionscode für den Sammelpunkt ist. Das Schnauze. Verstanden, 1-6. Viel Erfolg. 1-6, Ende und aus. Achtung an alle Beobachtungsposten. Bei allen Zielen. Gebt euren Lagebericht ab. 130 hier. Nichts zu melden. Seid ihr denn? 130 bestätigt. 602, bitte komm. 16 hier. 102 hier. Ist euer Grabensystem fertig? Na klar, die Jungs von Bertun haben mir doppelt in die Tasche gesteckt. Gut gemacht. Im Namen des Kommandos empfehle ich euch jetzt für eure Zweckdienlichkeit. Ihr könnt ihn jetzt verfüllen. Verstanden. Bedeutet das, dass ihr euch nicht um sie gekümmert habt? Wir haben sie herzlich begrüßt, mit großem Feuer. Sie waren leichte Beute, wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Danke für den Hinweis. Freut mich zu hören. Ein Dankeschön kann man aber nicht trinken. Naja, ich gebe eine Runde aus, wenn ihr wieder zurück seid. Das ist doch mal ein Wort. Das verstanden, 1-6. Guter Mann. Aber nicht vergessen. 1-6, Ende und aus. Nur indem wir zusammenhalten, können wir alle hören. Da wurde immer noch nicht aufgelegt. Ich war gespannt, ob wir den Ort finden.
der Rolle immer noch nicht aufgelegt. Gut, ich würde mal gerade behaupten, dass es hier nichts mehr gibt. Ich war an dem Tag bei der Arbeit. Irischka wartete in der Metro auf mich. War von der Schule zurück. Und so überlegt, wie er diesen Tag habe, letzten Endes verloren. TB. Ach, du kennst das ja. So, eine Ehrenrunde noch. Wir brauchen keine Masken, die Schienen führen durchs ganze Land. So weit, wie wir wollen, würde ich sagen. Für Yamantau wären das dann wohl 2000 Kilometer. Nein, ich meine, wie weit kommen wir mit dem Sprit? Was hat das Ding für einen Verbrauch? Ach das? Tja, das Ding läuft ja nur mit Kohle. Eigentlich müsste es an jedem Bahnhof Kohle geben. Und wenn wir keine finden, können wir immer noch Holz verbrennen. Was guckst du so geknickt, Damir? Weißt du, es war wohl falsch, Filter aufzustocken. Dabei hätte ich für dieselbe Munition einen Haufen Rationen bekommen können. Oder einen neuen Schutzanzug. Wenn ich doch nur gewusst hätte, dass wir sie nicht mehr brauchen. Der Ufz hat sie viel zu heftig angepriesen, dieser Mistkerl. Kauft sie, solange noch welche da sind. Er hat mir sogar noch ein Buch gratis dazu gegeben. Worte des Vorsitzenden. Kennst du den Autor? Mao? Wie auch immer, jetzt stehe ich hier wie ein Narr mit dem dummen Buch und den Filtern. Während wir die Militärmunition gerade jetzt gebrauchen könnten. Man kann nie wissen, auf wen oder was wir treffen. Du hast dich noch nicht genug mit dem Buch beschäftigt. Zumindest enthält es umfangreiches Wissen über die Kriegsführung gegen den Imperialismus. Und auf den könnten wir unterwegs treffen. Auch wenn wir bislang nur gegen uns selbst zu kämpfen scheinen. Ja... Anne hält sich diesmal nicht mehr zurück. Vielleicht hätte sie das tun sollen. Ist ja nicht so, als ob der Oberst alles versteht. Wer hat hier recht? Natürlich jeder, der nicht Unrecht hat. Na und, wer hat nicht Unrecht? Derjenige, der nichts tut und auch nichts sagt. Jetzt mal langsam. Wer hat jetzt recht? Alle, Bruder. Und niemand. Oh, ich hätte besser nicht gefragt. Es stört mich nicht, wenn ich nicht verstanden werde. Es stört mich nur, wenn ich etwas nicht verstehe. Nur da. Gut. Mal nochmal einen kurzen Ride durchs Radio. Und dann geht's weiter. Hi. Also fahre ich hier und spreche in Gedanken mit meiner Tatjana. Alles ruhig.
1-2-0 an 1-6, 1-6, bitte kommen. 1-6 hier. Wir haben gerade eine Gruppe Ziele mit zwei Fahrzeugen gesehen, die sich auf uns zubewegen. Das ist doch der gleiche Scheiß. Hier spricht das Spezialkomitee. Hallo mal wieder, liebe Hörer. Oh. Sie hören Radio 1 und wie immer ist der Mann am Mikrofon kein anderer als Max Colombia. Wir sind wieder vereint und auf Sendung. Um etwas Fahrt aufzunehmen, beginnen wir mit Musik. Mal sehen, ob da jetzt was Neues kommt oder ob das alles nur Wiederholungen sind. Nein. Oh. Ich sage zu dir, immerhin kannst du mich nicht für immer aufhalten. Hier bin ich nur auf einer echten Eisenbahn. Ein echter Zugführer. Entschuldige den Mal weg hier. Und wie war es an der frischen Luft? Ganz was anderes, oder? Bist du immer noch am Leben fest? Sehr mehr. Ich bin erledigt, mein Freund, aber wenigstens bin ich beim Versuch gestorben, meine Freunde zu beschützen. Sei still, Spaß. Übrigens, Onkel Sam, dein Russisch ist ziemlich gut. Nochmal 40 Jahre oder so und du wirst einheimisch. Aber ist das nicht verwirrend? Wenn dein Kalifornien noch existiert und du umsonst Russe geworden bist. Falls wir übrigens auf die Besatzungstruppen treffen sollten, auf welcher Seite stehst du dann, Sam? Auf unserer oder auf deren? Nicht lustig. Aber wenn der Krieg noch nicht vorbei ist, sind wir nicht eigentlich Feinde? Nein, das habe ich nicht gemacht. Hoch. Nein, der Oberst hat mir gesagt, ich soll keine Pilze mehr haben. Aber wäre eine Friedenspfeife keine Ausnahme? Ich wünsche nur gekauft einen in Kalifornien rauf. Mensch, das wäre großartig. Oh, verdammt. Vermisst du dein Zuhause? Ich weiß es nicht so recht. Ich hatte mich daran gewöhnt. Aber jetzt, wo ich weiß, dass meine Leute vielleicht noch leben, bin ich durcheinander. Das verstehe ich. Was ich meinte war, auch wenn du ein Amerikaner bist, bist du unser Mann. Ich bin Spartaner, Aljoscha. Jetzt und für immer. Du bist auch Spartaner. Das ist jetzt unsere Nationalität. Ich frage mich allerdings, was die beim obersten Kommando von mir halten. Ach, keine Sorge, wir stehen alle zu dir. Genau wie zu Anna und Artyom. Genauso wie damals, als der Oberst dich vor der Meute schützte. Ja, da waren Frauen, alte Männer und Kinder. Sie wollten es alle. Und ich habe mich nicht mal dagegen gewehrt, obwohl ich damals jünger und stärker war. Sam, damals war wirklich noch Krieg. Eure Raketen waren gerade auf uns niedergegangen. Genau wie unsere auf eure Heimat. Also vergiss die Scheiße mit dem Hauptquartier. Du bist ein Spartaner, einer von uns. Damit dieser großartige Song nun verklungen ist, genießen Sie Ihren Max Colombia am Mikro. Radio 1, derzeit der einzige Sender in unserer Gegend. Das dürfte uns wohl auch automatisch zum besten Sender machen. Was haben wir heute als nächstes im Programm? Ah ja, darauf haben Sie schon alle okay. gewartet. Das ist leider... Zu erwarten spüren wir derzeit möglichen Wind aus Südost auf unserer Haut. Und wie es schon seit 20 Jahren der Fall ist, bringt dieser Wind kommende Wind. Nein, keine angenehmen Düfte und gute Stimmung. Leider der gleiche Scheiß. Wir fahren also zum Ural. San Diego würde ich allerdings auch gern sehen. Wenigstens im Traum. An der Station auf Zwentner Boulevard gibt es einen kleinen Puff, den ich gern sehen würde. Abfahrt! Ich mach mal ein Nickerchen, wenn es dich nicht stört. Ich dachte Abfahrt. Abfahrt? Mach das. Abfahrt auf D. Tja.
Nach dieser langen Zeit im Untergrund ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend. Aber das war es nicht, was unsere Euphorie angefeuert hat. Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen. Durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural. Seit 20 Jahren haben wir gedacht, dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sie noch gibt. Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben, sofern wir dort ankommen. Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes und wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wie stehen die Chancen, dass wir gewinnen? Dass wir Antworten bekommen? Ja, so, jetzt sind wir in der Wolga. In der Wolga gibt es ein kleines Problem. Wir dürfen hier absolut niemanden töten. Und wenn ich sage niemanden, meine ich keine Banditen, also ich meine weder Banditen, noch die Leute in der Kirche, noch die Leute auf der Brücke. Wir dürfen niemanden töten. Kein. Niemanden. Weil nur dadurch können wir Duke retten. Ich glaube, sobald wir einen töten, ist alles vorbei. Und das wäre eine große Herausforderung. Telepathen und Dämonen, die dürfen wir wegschnetzen, wie wir lustig sind, aber... Ansonsten dürfen wir hier niemanden killen. So. Hast du dir schon was abgefroren, ja. Schatz? Hier, bitte. Das sollte dich etwas aufwärmen. Tot, was glaubst du, wie hoch unsere Chancen stehen, Yamantau Leben zu erreichen? Das ist das Einzige, woran mein Vater denkt. Wie ihm vergeben werden könnte, wie er in die Metro und in sein altes Leben zurückkommt. Das Leben, vor dem du immer weggelaufen bist. Der Gedanke daran, dass ich dir nie geglaubt habe. Und jetzt blicke ich auf diesen Nebel, hinter dem sich womöglich unser neues Leben verbirgt. Übrigens müssten wir bald an der Brücke ankommen. Verdammt! Ein Lagerfeuer! Menschen! Da sind Menschen! Sofort bremsen! Moin! Macht euch weg! Schiff, vier Personen auf einer Draisine. Ich darf hier niemanden töten. Alle Mann auf dem Führerstand melden. Beeilung! Don't kill anybody. So. Wo wir hier gerade noch stehen. Artyom, du solltest besser zum Führerstand gehen. Wir kümmern uns erstmal nur um die komplette linke Seite. Die rechte Seite ignoriere ich erstmal. Denn die rechte Seite kommt später. Wir kümmern uns erstmal nur um die Bahn, damit ist die Grenze. Der Bahndamm hier ist so die Grenze und wir werden uns erstmal nur auf dieser Seite vom Bahndamm aufhalten. Das heißt Kirche, der komische Strommaster, aber da ist das Banditencamp, da ist nichts. Schnauze! Ich sollte nicht so verschwendet mal Muni umgehen. Auf jeden Fall erstmal die linke Seite, weil unsere erste Mission ist in der Kirche. Dann flitzen wir über den See zu diesem Flugzeug. Da gibt es, glaube ich, warte mal, da ist ein Banditencamp, da gibt es die erste Verbesserung für unseren Anzug. Und im Flugzeug gibt es eine Verbesserung. Ich weiß nicht, ob in der Kirche auch, ich glaube in der Kirche liegt auch was, aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall kümmern wir uns erstmal um diese Seite. Alter, Schnauze habe ich gesagt. Und wie gesagt, wir dürfen niemanden töten. Und das wird schwierig. So. Ja. Was haben wir hier? Sammelobjekt. Tagebuch. Was ist das denn hier? Warum habe ich das schon? Gibt ein paar hier nicht eingesammelt. Ah, Tagebuch. Ah, okay. Moskau. Winter. Zusatzbericht. Und jetzt sind wir hier. Gut, Postkarten, die Wolga. 1, 2, 3, 4, 5. Es gibt hier 5 fucking Postkarten. Tschüss. Gut. Ich weiß nicht, ob es da hinten was gibt, ob man da auf die Boote und so weiter kann, aber das werden wir alles herausfinden. Aber im nächsten Stream. Ich werde mich jetzt hier melden. Alles klar bei dir, Artyom? Ja. Verdammt!
Die haben einen Zylinder durchlöchert. Ist es schlimm? Können wir weiterfahren? Nein, wir hängen fest. Ah, Scheiße. Verdammter Nebel. Anscheinend haben wir eine Sperre durchbrochen. Wer war das? Uniformierte dabei? Keine. 10 Leute die sind nur hier. Nur Lumpen an. Nur ein paar mit alte Jahrmarkt Säcke. Sind wir 11. Alte Säcke, hm? Das war nur ein Außenposten. Hätte jeder sein können. Sogar Frauen und Kinder. Glauben Sie wirklich, dass wir sie gefunden haben, Oberst? Tja, sicher können wir nicht sein. Ich dachte, wir würden viel früher auf sie treffen. Diese Draisine ist unterwegs zur Brücke. Da gibt es Befestigungen. Das sieht friedlich aus. Ein Dorf mit Kirche auf dem Wasser. Wir brauchen Informationen. Hier, Artyom. Ich habe auf der Karte eine Stelle markiert. Begib dich dorthin und finde alles über die Brücke heraus. Ein Gefangener wäre ideal. Anna, du gibst den Feuerschutz. Jawohl. Kann ich auch mit Artyom gehen, zur Unterstützung? Nein. Bis wir unsere Lage kennen, entfernst du dich keinen Schritt von der Aurora. Die beiden kommen sehr gut alleine klar. Yermak, wie lange brauchst du, um die Aurora wieder zum Laufen zu bringen? Das weiß ich noch nicht. Ich muss mir die Zylinder ansehen. Aber einen Tag mindestens. Ich verstehe. Dann an die Arbeit. Auf geht's, Artyom. Spartaner, mach die Aurora bereit für die Verteidigung. Stepa, Damir. Sichert den Umkreis. Ja, ein ganz neues Modell. Cool. Nehme ich. Das Handbuch ist da schon drin. Es sind jedoch keine Materialien drin. Du musst dir also selbst rechnen. Gut, kriege ich auch hin. Lass uns aufbrechen, Artyom. Seid nur vorsichtig darauf. Aber klar. Das war aber eine klapprige Barrikade. Und die Typen. Oh, ich habe noch so viele Filter. Ich werde gespeichert. Nur alte Männer. Seid bloß vorsichtig da draußen. Denkt daran, ein Großteil des Landes wurde zerstört oder besetzt. So. Selbst für unsere Taten müssen wir unser Feind sein. Aus Überzeugung und Angst. Ich habe kein Fernglas. Naja, ich werde aber jetzt an dieser Stelle erstmal sagen: Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr was dabei gewesen seid, dann hauen Sie Ihren Titel zu Ende.